Herzlich willkommen zu Sid Meier's Ace Patrol, zur zweiten Folge dieser Let's Play-Reihe. Die erste findet ihr übrigens hier. Und dann noch ein weiterer Link. Hier findet ihr das ausführliche Review-Video, das ich zu diesem Spiel gemacht habe. Dort sind die Grundzüge dieses Spiels erklärt. In der zweiten Folge dieser Let's Play-Reihe kehren wir zurück in den Himmel. In den Himmel über den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs. Da sind wir dabei, an Bord von Jagdflugzeugen in den Himmel zu steigen, Fliegerasse zu lenken im Spiel gegen die Flugzeuge und die Piloten der Gegenseite. In der letzten Folge hatten wir uns dazu entschieden gehabt, auf Seiten der Deutschen in die Kanzeln zu steigen. Eine Folge haben wir gespielt und jetzt geht es darum, die zweite zu wählen. Wieder gibt es drei Möglichkeiten, drei Missionen zur Auswahl. Beim letzten Mal hatten wir eine Gruppe unerfahrener Rekruten von Newbies auf Seiten der Engländer gejagt und vom Himmel gefegt gehabt. Nun, was gibt es hier für Möglichkeiten? In dieser Mission, die uns vom Programm ausgelost und angeboten wird, müssen wir einen Zug verteidigen mit dringend benötigter Munition. Der Feind wird dieses Ziel sicher angreifen. Wir müssen den Zug verteidigen und den Feind vom Himmel holen. Hier geht es darum, zu verhindern, dass feindliche Flugzeuge in unser Hauptquartier fotografieren. Das heißt, sie schicken ein Aufklärungsflugzeug. Das darf zwar fotografieren, aber darf die Schnappschüsse nicht zurückbringen. Und das ist die andere Möglichkeit. Ein Bomberangriff auf das feindliche Vorlager, eine Bombermission. Das heißt, wir müssen den eigenen Bomber begleiten. Und das ohne, dass ein Jagdflugzeug überhaupt zur Verfügung steht. Klingt ziemlich knifflig. Ich denke, dann werden wir lieber eine der beiden anderen Missionen zum Auftakt einmal machen. Ich fange mal hiermit an. Wir werden einen Zug verteidigen. Und hier gilt es zunächst, unsere Piloten zuzuweisen. Zwei dürfen wir einsetzen. Ich glaube, wir sollten zum Auftakt mal auch den anderen unserer Piloten einmal Erfahrungspunkte spendieren. Sprich, die sollten auch ein paar Feinde vom Himmel holen, denn nur dafür, für Abschüsse, gibt es ja Erfahrungspunkte. Und dadurch werden neue Manöver freigeschaltet. Und auch hier mache ich dasselbe wie das, was ich zu Beginn der letzten Folge gemacht habe für die anderen. Ich werde zunächst einmal denen jeweils individuelle Farben zuweisen, damit wir die besser unterscheiden können, diese beiden Flieger. So, jetzt haben wir hier oben einen schwarzen, hier einen gelben, hier einen grünen und hier einen blauen Flieger. Und mit dem blauen und mit dem grünen, mit Bruno Lovenhardt und mit Claudia Lörzer starten wir. Und nur noch kurz zur Erinnerung, wir spielen auf diesem Schwierigkeitsgrad. Können wir jederzeit ändern während einer Kampagne. Wir spielen auf dem mittleren. Excellent. Jetzt starten wir. 2 gegen 2. Schaut mal rechts oben. Das sollte eigentlich ein Kampf auf Augenhöhe sein. Zumindest quantitativ. Mal gucken, wie das qualitativ aussieht. Bin sehr gespannt, wie stark diese Gegner sind. Das ist der Zug, den wir verteidigen müssen. Vor feindlichen Jagdfliegern. Vor den beiden Herrschaften da rechts oben. Hier sind sie. Schaut mal. Das sind die beiden. Der hier, der rechte, hat eine Stärke von 2. Und der hier eine Stärke von 1. Das heißt, der gelbe Feind mit dem gelben Namensbalken, das ist wirklich ein Frischling. Und der andere, der kann ein Manöver, sieht aus, als wäre das ein Looping. Und der kann etwas weiter noch, etwas höher noch steigen. Der kann auf 4 Höhenstufen steigen, nicht nur auf 3. Und hat damit einen prinzipiellen Vorteil im Kampf. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Und das sind unsere beiden Newbies, mit denen wir anfangen. Lovenhardt und Lörzer. Der Zug startet hier auf der linken Seite und hier fährt er hin, ganz nach rechts oben. Und wenn er da oben angelangt ist und in der Zeit nicht abgeschossen worden ist, dann kassieren wir Sonderpunkte für diese Mission. Aber beendet sein wird diese Mission erst dann, wenn eine der beiden Seiten alle ihre Flugzeuge verloren hat. Und das heißt jetzt, dass wir taktisch ein klein bisschen in der besseren Position sind. Der Gegner muss ja angreifen, der muss auf unseren Zug losfliegen. Das heißt, vielleicht genügt es, den einfach ein bisschen zu begleiten. Ich werde mal hier den linken, den werde ich mal hier in die Wolkenfelder
reinfliegen und in der Nähe der Flachs natürlich lassen, dieser Basis hier und dieses winzig kleinen Wolkenfeldes. Und mit dem rechten ziehe ich ein bisschen nach rechts rüber. Und jetzt schauen wir mal, was der Gegner macht. Beide ziehen runter auf den hier los. Auf unseren Staffelführer, auf den blauen, auf Lovenhardt. Da ist ja auch der Zug hinter dem. Dann gehe ich erstmal geradeaus. Und dann sollte man natürlich hier mit dieser Pilotin auch in der Nähe bleiben. Da kommen die beiden angeflogen. Ich drehe mal eine kleine Kurve. Halte mal ein bisschen Sicherheitsabstand. Die nähern sich ja verdammt schnell. Ich drehe noch mal eine kleine Kurve. Mal gucken, was passiert. Und mit der hier gewinne ich jetzt erstmal an Höhe. Die nähern sich unserer Flak. Die wollen anscheinend genau zwischen diesen beiden Luftbasen, die hindurch flutschen, hier auf diesem Korridor in der Mitte. Mal gucken. Ich drehe erstmal nochmal eine kleine Runde. Und mit der hier kann ich jetzt schon rüberfliegen. Und versuche mal, mich an das Heck zu hängen von einem der beiden Flugzeuge. Jetzt wird es natürlich interessant. Jetzt splittet sich auch die beiden feindlichen Flugzeuge auf. Das eine versucht hier auf unseren Piloten zuzufliegen und das andere auf die Pilotin. Sieht aus, als gäbe das einen Kampf einer gegen einen. Was tun? Na, ist natürlich ein bisschen blöd. Der hängt sich jetzt wahrscheinlich wirklich an mein Heck. Werde ich erst zuerst mal hierhin fliegen. Und hier, der könnte jetzt angreifen. Allerdings hat dabei kaum Schaden. Sieht nicht so gut aus. 4% wird er nur abschießen von den Trefferpunkten des Gegners, würde dann aber voll erwischt werden von der Gegenseite. Das gefällt mir gar nicht sonderlich gut. Ich gehe mal hier in eine sanfte Linkskurve. Ja, beide fliegen langsam weiter. Ich schaue mal erst an, was die Pilotin hier macht. Und stelle fest, jetzt haben wir doch einiges zur Auswahl hier an Möglichkeiten. Alles war noch relativ wenig. Wir fliegen so... das ist alles nicht so gut. Wir fliegen so ein bisschen an dem vorbei. Und der kann auf uns drauf fliegen. Ich glaube, da haben wir uns ein bisschen verzockt. Ich fürchte, ich muss in den Sturzflug und an dem vorbeifliegen. Denn ansonsten, wenn ich hier oder hierhin fliege, dann hängt er sich an mein Heck ran und klebt an mir. Hier fliege ich dem auch direkt vor die Flinte quasi. Dann muss ich leider hier hin. Und mit dem anderen, was mache ich mit dem? Ich fliege mal schräg nach links. Ganz langsam fährt dieser Zug. Unglaublich. Scheint ein Nahverkehrszug zu sein. Nein, ist natürlich ein Güterzug. Und er hat es nicht eilig. Der denkt, Hauptsache ich komme ans Ziel. Hier, schaut mal. Die Pilotin und der feindliche Flieger sind hier auf demselben Geländefeld jetzt. Da kann man gar nichts machen. Und ich werde die jetzt mal, glaube ich, hier in das Wolkenfeld reinbringen. Oder hierhin fliegen und dann mal gucken, ob der Feind mich versucht anzugreifen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ich ziehe mal hierhin. Mal gucken, ob das klappt. Mal gucken, wie der Gegner darauf reagiert. Und mit dem hier ziehe ich erstmal hier hin. Jetzt wollen wir mal schauen. Ja. Der wird leicht erwischt. Oh, von dem anderen noch stärker. Das sieht gar nicht gut aus. Aber immerhin können wir jetzt hier angreifen. Ein bisschen Schaden zuweisen. Und mit der Pilotin können wir, ohne überhaupt irgendein Risiko einzugehen, weil wir uns hier innerhalb der Wolkenfelder befinden, hier den anderen Flieger voll erwischen.
Jetzt hat unser Zug erstmals angegriffen. Und mal schauen, das sieht auch gut aus. Mit der Pilotin können wir jetzt hier angreifen. Oh, den erwischen wir voll. Das sieht natürlich super aus. Mit einer Linkskurve fliegen wir rein. Wir fliegen ein bisschen niedriger als der. Wir sind Höhenflug, Höhenstufe 2 nur, aber erwischen den trotzdem voll. Aus so dichter Distanz sieht das alles super aus und haben den auch, erwischen den auch auf einer breiten Front. Das ist natürlich ein heftiger Schlag. Ihr seht übrigens auch der Zug, schaut mal, der hat einen Lebenspunkten. Der hat einen Lebensbalken bzw. einen Lebenskreis. So. Und was machen wir mit dem anderen Flieger? Das ist ein bisschen kritisch. Also der hier, der linke, der fliegt, der konzentriert sich voll auf den Zug, auf den müssen wir nicht achten. Aber der hier, der allerdings schwer angeschlagen ist, der liegt in einer Linkskurve. Das heißt, er kann uns ganz gut verfolgen. Ich ziehe mal hier rüber. Vielleicht ist die Kurve so eng, dass der uns dann keinen Schaden zuweisen kann. Mal schauen. Der Zug fährt weiter. Natürlich wird getroffen. Was sehr gut ist, wir können jetzt hier mit der Pilotin das Flugzeug auf Kimmer und Korn nehmen, das versucht, unseren Zug abzuschießen. Das sieht natürlich super aus. Können auch noch hochziehen und können im Steigflug 62% erwischen von den 200 Trefferpunkten des gegnerischen Flugzeugs. Wahnsinn. Na, schaut euch das mal an. Der hat nur noch ein Viertel der Lebenspunkte. Das ist natürlich großartig. Und was ist jetzt mit dem anderen, mit unserem Staffelführer, mit Fenrich Lovenhardt, also dem Staffelführer hier in unserer Mission? Ich denke mir, das ist der, weil der ganz links zu sehen ist. Mit dem weichen wir jetzt mal aus, gehen wir auf Nummer sicher. Ich ziehe mal mit dem einfach in Univolken hier rein. Der Zug, klar, der wird weiter, verliert weiter Lebenspunkte, aber schaut euch das mal an. Das sieht natürlich heftig aus hier. Damit ist der mit dem einfachen Geradeausflug, haben wir jetzt einen Feind abgeschossen. Zwei gegen einen steht es jetzt. Wunderbar. Das müssten wir jetzt so eigentlich schaffen. Und wir sind jetzt hier in den Wolken und sind auf Höhenstufe 3. Wir haben übrigens den etwas stärkeren der beiden Piloten abgeschossen. Der Newbie bleibt übrig. Na, das müssten wir doch jetzt eigentlich auf die Reihe kriegen. Mit 2 gegen 1 gegen diesen Frischling. Das sollte doch eigentlich drin sein. Bleibt mal ein bisschen in den Wolken. Der zieht jetzt natürlich rüber. Möchte wahrscheinlich unsere Fokker erwischen. Geht in eine Rechtskurve, wie ihr seht. Wird auf den Zug und auf die Pilotin zufliegen. Das heißt, wir gehen jetzt in eine Linkskurve. Ja, das wird wahrscheinlich am besten sein, oder? Ja, der wird ja hier hinfliegen. Dann machen wir das mal. Und wir müssen jetzt natürlich versuchen, baldmöglichst zu drehen. Hier, ich gehe mal in einen Schrägflug nach links. Bleibe über dem Zug, um den auch ein wenig zu verteidigen. Ziehe hier eine Linkskurve mit dem Piloten und die Frau in unserem kleinen Kampfgeschwader. Mit der, wenn ich hier hin mit der ziehe, dann wird die natürlich angegriffen. Aber wird sicher auch eine gute Position haben, zurückzuschießen. Und da die bislang kaum Lebenspunkte verloren hat, ist trotzdem ein bisschen riskant. Na, ich mach's mal. Jetzt bin ich gespannt. Ja, konnte noch nicht angegriffen werden. Mit dem Piloten. Der kann hier keine Linkskurve einlegen. Der kann dieses Flugmanöver noch nicht, also aus dem Schrägflug weiter nach links fliegen. Oh, das sieht jetzt wunderbar aus. Die wird hier, oh ja, genau. Der ist ja schon schwer angeschlagen. Und egal, wo wir ziehen, wird er noch einiges verlieren. Wenn wir hier drauf ziehen, wie liegt er, hängt er eigentlich in der Luft? Der ist von sich aus betrachtet in einer Rechtskurve. Das heißt, hier sollten wir auf gar keinen Fall hin. Dann wären wir dem direkt vor dem MG. Hier, das wäre natürlich wunderbar. Er hat nur noch ein Viertel seiner Trefferpunkte. Dann ziehen wir mit dem anderen Piloten hier hin. Und ich denke, gleich wird er uns auch vor dem MG sein. Mit der ziehen wir eins nach oben. Und wieder geradeaus. Der versucht tatsächlich sein Ziel noch zu erreichen. Und den Flug und den Zug abzuschießen. Das nenne ich wahres Pflichtbewusstsein.
auf die Gefahr hin, sein eigenes Leben zu riskieren, kämpft Troll für die englische Sache. Ein Engländer wieder. Und sollte jetzt eigentlich das Ende dieser Mission sein, denn das sollte eigentlich diesen direkten Sturzflug auf den Gegner von unten angegriffen, das sollte der eigentlich jetzt nicht überstehen können. He's going down. Das war der zweite Absturz. Und das war diese Mission. Ach, was für ein satter Punktwert hier. Über 5000 Punkte, die wir erreicht haben. Zwei Flugzeuge abgeschossen und ganz geringen Schaden haben wir selber noch nur einstreichen müssen. Sehr, sehr positiv. Und mal gucken, was die Staffelnachrichten bringen an News. Lovenhardt, unser Pilot, ist befördert worden zum Hauptgefreiten. Seht ihr, hat jetzt eine Erfahrungsstufe dazu bekommen von 0 auf 1 und ein neues Manöver erlernt. Ein Ass-Manöver steht zur Auswahl, oder was ist das hier? Welche zur Seite hin? Was ist das hier oben? Das finde ich immer super. Steigen rechts, steigen links, das ist sehr, sehr nützlich, wenn man auf engstem Raum, diese Spezialmanöver, wenn man auf engstem Raum versucht, am Heck des Gegners zu bleiben und sich nicht abschütteln zu lassen oder ihm selber vielleicht auch noch ausweichen zu können. Das ist ein Manöver, das ich eben ganz gerne zur Verfügung gestellt bekommen hätte. Und Claudia Löchzer, unsere Pilotin, die wird ebenfalls für ihre Erfahrung belohnt. Könnte in Immelmann, dieses Manöver, das nach Max Immelmann benannt ist, ein Ass-Manöver, ein sehr gutes, das wäre die Alternative, also entweder oder. Entweder diesen Looping oder den hier oben. Und das hier ist nicht unbedingt notwendig, finde ich. Dann wählen wir natürlich den Immelmann. Dieses Spezialmanöver. Und haben außerdem noch dadurch, dass wir kaum Lebenspunkte eingebüßt haben durch unsere Flugzeuge, ein Upgrade bekommen. Ein unserer Flugzeuge können wir mit einem Reflexvisier ausstatten. Und da wähle ich mal, wo haben wir es denn? Hier, das war doch der, genau. Oder ich werd mal den hier ausstatten. Dann haben wir, wer weiß, es gibt ja hin und wieder auch Missionen, wo man nur einen einzigen Piloten einsetzen kann. Und da braucht man einen, der richtig, richtig gut ist. Und dafür setze ich jetzt mal Fritz Jacobs. Vielleicht Fritz Jacobs mal dieses Upgrade für seine Fokker. Das war's. Das war diese Mission. Das war die zweite Mission bei Sid Meier's Ace Patrol. Bald steigen wir wieder in den Himmel zur dritten Mission. Bis dahin, macht's gut. Haltet die Ohren steif. Tschüss.